Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Ich möchte jetzt meine Rede etwas umstrukturieren, sodass Sie nicht alles gleich doppelt und dreifach hören. Der Neustädter Markt ist ein extrem wichtiger Ort. Er ist extrem wichtig, denn die Hauptstraße geht da in die eine Richtung ab, Köppenstraße, Große Meißner Straße, die Augustusbrücke. Es ist in der Mitte der Stadt, es ist sozusagen ein Identifikationsort. Und wenn es bessere Worte gegeben hätte, es gibt keine besseren Worte als die Worte von Herrn Zastrow, der ja geradezu emotional uns allen vorgemacht hat, warum dieser Ort, diese Umgebung, dieses Gesamtareal, warum das wichtig ist und deswegen konsequenterweise Denkmalschutz genießt. Es ist deswegen extrem wichtig, dass wenn wir hier etwas machen und was wir hier machen, machen wir nicht für ein oder fünf Jahre, sondern halt für die nächsten 40, 80, 100 Jahre, dass wir dort nicht einen architektonischen Supergau wie am Postplatz erzielen. Wir müssen hier behutsam sein und wir müssen hier natürlich die Randbedingungen, die es gibt, müssen wir mit einbeziehen. Also fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Es gibt Verkehr, es gibt relativ viel Verkehr, hauptsächlich Fußverkehr, aber auch Fahrradverkehr, Bahnverkehr, Autoverkehr. Das muss alles geplant sein. Und diese Randbedingungen, wie zum Beispiel auch, dass es ein touristischer Attraktor ist. Wir wollen ja, dass die Touristen, wenn sie dann über die Augustusbrücke gehen, dass sie dann nicht am Goldenen Reiter ein Foto machen, wieder umdrehen, sondern die sollen ja in die Neustadt gehen, die sollen ja quasi die andere Elbseite auch erkunden. Und zu all diesen Randbedingungen, die wir bei der Planung haben, kommt jetzt halt eine Randbedingung noch dazu, das ist der Denkmalschutz. Puff. So. Also es ist eigentlich nicht viel passiert. Es ist jetzt nur etwas mehr sichergestellt, dass das Gesamtensemble als Gesamtensemble auch wahrgenommen wird. Und jetzt, ich wundere mich, dass es noch niemand gesagt hat, wir werden ja bald rausfinden, was das wert ist. Denn die Stadt plant ja gerade. So. Und wenn wir jetzt aus den Ferien zurückkommen und wenn wir dann noch ein bisschen, ein, zwei Monate warten, dann werden wir die Planungen sehen zu dem Stand, wie sie dann sind. Und da können wir dann gucken, wie weit das mit dem Denkmalschutz übereinstimmt oder auch nicht. Der Punkt ist, es geht weiter. Dieser Prozess, der ab 2016, 18 mit sehr schönen Bürgerwerkstätten durchgeführt wurde, wo sich viele, viele Menschen, viele, viele Institutionen, jetzt halt auch das Denkmalamt, Landesbehörde eingeschaltet hat. Dieser Diskussionsprozess wird weitergehen. Und wie gesagt, das ist was Gutes, denn was wir hier bauen oder planen, ist etwas, was weit über unser Leben hinaus Bestand haben wird. Dankeschön.